Hallo Freedom Trader, willkommen zurück zum nächsten Trainingsvideo hier auf tradingforfreedom.com. Hast du auch schon mal eine tolle Trading-Gelegenheit am Markt verpasst? Weil vielleicht zu dem Zeitpunkt, als du vor dem Rechner warst, die Bedingungen noch nicht alle erfüllt waren, damit du die Orders eingeben konntest. Wie dir das in Zukunft nicht mehr passiert und wie du sicherstellen kannst, dass du in Zukunft nur noch mit Gewinnvorteil aktiv am Markt bist. Das zeige ich dir Schritt für Schritt mit der Condition Order in der Trader Workstation, kurz TWS. Viel Spaß dabei! Auf dem Weg zum nachhaltig erfolgreichen Trader und für verlässliche Trading-Gewinne ist es ein Erfolgsfaktor, nur dann am Markt zu sein, wenn du wirklich einen Gewinnvorteil hast. Harmonische Muster wie die hier auf Trading for Freedom geben dir einen solchen Gewinnvorteil. Ich habe dir heute mal ein solches harmonisches Muster im australischen Dollar, neuseeländischen Dollar mitgebracht. Das ist eine aktuelle Trading-Gelegenheit, die ich auch selbst handle. Wie du hier siehst, ist aktuell unser Einstiegslevel noch nicht erreicht. Der Kurs hat nur zwei Möglichkeiten. Einerseits kann unser Einstiegslevel erreicht werden und wenn wir die Orders davor eingeben, werden die aktiviert und ausgeführt. Oder zum Zweiten, der Kurs kann jetzt in diesem Fall hier nach oben wegdrehen, ohne dass unser Einstiegslevel erreicht wird. Was zur Folge hat, dass ab einem gewissen Preislevel unsere Trading Chance und unser Gewinnvorteil nicht mehr vorhanden ist. Um nun sicherzustellen, dass wenn unser Gewinnvorteil nicht mehr da ist, also sprich unser harmonisches Muster ungültig wird, dass unsere Orders dann auch automatisch aus dem Markt wieder rausgelöscht werden, zeige ich dir anhand der Condition Order Funktion in der TWS. Viel Spaß dabei! So, einerseits haben wir eine konkrete Trading Chance vor uns liegen, und zum anderen habe ich jetzt die Handelsplattform Trader Workstation, kurz TWS, aufgemacht. Im ersten Schritt geben wir nun unser Trading-Signal oder unsere Trading-Gelegenheit in unsere Handelsplattform ein. Dafür wähle ich das entsprechende Devisenpaar aus, wie hier den Australdollar, neuseeländischen Dollar, und klicke hier auf Briefkurs, weil wir ja dieses Währungspaar kaufen wollen. Das heißt, es gehen jetzt mit einem Klick drei Orders auf. Wenn du erfahren möchtest, wie du das entsprechend in den Voreinstellungen einstellst, dann klicke auf den Link oben. In dem Video erkläre ich dir dann, wie du das Schritt für Schritt einstellst. Nun weiter hier. Entsprechend, ich mache das Ganze jetzt mal für ein 10.000 Euro Konto. Wir haben eine Gesamtpositionsgröße von 86.000. Das heißt, wenn wir zwei Teilpositionen handeln, klicke ich gleich nochmal drauf, um eine zweite Teilposition aufzumachen. Und pro Teilposition teilen wir nun die Positionsgröße durch 2. Das heißt, 86 durch 2 sind 43. Das heißt, pro Teilposition fahre ich eine Positionsgröße von 43.000. Das gebe ich hier jeweils ein bei der Einstiegsorder. Und schon wird es entsprechend angepasst. So, hier die unterste von beiden, also hier die Nummer 11, ist die erste Teilposition. Da gebe ich ein, dass ich kaufen möchte bei 1,0436. Mein erstes Gewinnziel ist 1,0458 und mein Stop-Loss ist bei 1,0418. Jetzt passe ich das dementsprechende Stop-Limit noch an. Und hier muss ich nur gucken, dass in dem Fall der Triggerkurs meiner Adjustable Stop-Order über dem ersten Gewinnziel liegt, was hier der Fall ist, also muss ich hier nichts weiter machen. Nun weiß ich aber jetzt nicht, ob mein Einstieg ausgeführt wird oder nicht. Und jetzt möchte ich da noch eine Condition anfügen. Dafür klicke ich mit dem rechten Mausklick auf die Einstiegsorder, gehe hier auf Ändern, gehe dann auf Bedingungen hinzufügen. Dann geht ein Order-Ticket auf. Dort setze ich hier einen Haken bei Zulassen, dass außerhalb der regulären Handelszeiten die Bedingung erfüllt und die Order aktiviert werden kann. Nun möchte ich nicht die Order aktivieren, sondern ich möchte die Order stornieren,
also aus dem Markt rauslöschen, wenn eine gewisse Bedingung erfüllt ist. Und für die Bedingungen hinzuzufügen, klicke ich hier oben auf Hinzufügen und sage, wenn der Kurs, und klicke hier auf Weiter, im Australdollar, AUD, neuseeländischen Dollar, klicke hier unten auf Methode, auf ich handle im Cash, also im Idle Pro, wähle hier dann die Börse aus. Und wenn dieser Kurs größer gleich 104,80 ist, so wie in der Trading-Idee auch mitgeliefert, dann möchte ich die Orders aus dem Markt löschen, wenn zuvor unser Einstiegskurs nicht erreicht ist. Sollte die Order getriggert werden im Einstiegskurs, dann ist die Bedingung natürlich hinfällig. Also gehe ich hier auf Beenden und gehe hier auf Übermitteln. Und schon ist die Order im Markt. Das gleiche wiederhole ich für die zweite Teilposition. Das heißt, ich gebe hier das Limit auf von 1,0436. Mein zweites Gewinnziel ist 1,0473. Mein Stop-Loss ist bei 1,0418. Das Stop-Limit natürlich dann dementsprechend auch. So, und jetzt passe ich noch meine Strategie an, die besagt, wenn Gewinnziel 1 erreicht ist, also mein Auslösekurs für meine Adjustable Stop ist 104,58, also wenn Gewinnziel 1 erreicht ist, dann bitte meinen ursprünglichen Stop-Loss von 1,0418 auf den Einstieg auf 1,0436 nachziehen. Auch die Order möchte ich mit einer Condition, mit einer Bedingung versehen, nämlich ich weiß noch nicht, ob der Einstieg getriggert wird. Das gleiche wiederhole ich quasi auch für die zweite Teilposition, indem ich hier vorne mit einem Rechtsklick auf Ändern und Bedingungen auswähle. Dann wieder in dem Order-Ticket wähle ich Zulassen aus, dass die Orders auch außerhalb der regulären Handelszeiten getriggert werden können. Wir gehen hier auf Order stornieren, klicken hier auf Hinzufügen, wählen aus, wenn der Kurs im Australdollar, neuseeländischen Dollar, wählen hier Idle Pro aus, größer gleich 1,0480 ist, dann möchte ich meine Orders löschen, weil dann meine Trading Chance ungültig ist. Und gehe hier auf Übermitteln. So habe ich jetzt diese Trading Idee mit ein paar wenigen Klicks, mit ein bisschen Übung geht es auch recht zügig, erfolgreich in die Handelsplattform TWS eingegeben. Das garantiert mir jetzt, dass ich jetzt auch meine Handelsplattform wieder schließen könnte. Ich könnte meinem Alltag nachgehen, sei es das Berufsleben, sei es, wenn ich freizeitmäßig was anders machen möchte. Ich muss nicht mehr manuell in die Order eingreifen. Die läuft jetzt automatisch ab. Fall 1, das Einstiegslevel wird erreicht. Dann wird automatisch bei den Orders getriggert und ausgeführt. Ich bin dann aktiv im Markt. Muss aber auch nicht davor sitzen und diese Trading-Idee verfolgen. Ich verpasse auch nicht. Ja? Und wenn Fall 2 der Kurs das Einstiegslevel nicht erreichen sollte und unsere Trading-Idee ungültig wird, dann werden die Orders automatisch aus dem Markt herausgelöscht.